Da war der Maxi Cosi auf dem Beifahrersitz. Mal eine Ina Müller-Fan. Ich geb's zu. Vom Riesenschuppen am Berliner Ostbahnhof in eine Halle, die das neueste Schmuckstück von Potsdam ist. Das ist die Arena am Luftschiffhafen. Von heute an die Top-Adresse für alle Potsdamer Spitzensportler. Schon die Öffnung heute ist ein echter Hochkaräter. Handball der Extraklasse. Die Füchse Berlin gegen den VfL Potsdam. Unser Reporter Dietmar Teige ist dabei. Guten Abend, Dietmar. Wie fühlt es sich denn an, so in der neuen, schicken, sicher rappelvollen Halle? In der Tat, am liebsten möchte man Sportler sein, um sich immer selber so richtig auszutoben. Mein persönlicher Eindruck war allerdings hier, als ich die Halle betreten habe, ich hätte mir am liebsten die Schuhe ausgezogen, um hier nichts sauber oder dreckig zu machen, besser gesagt, weil hier alles so sauber ist und clean und es riecht hier alles funkelnagelneu. Kein alter Mief in der Halle, es riecht weder nach Schweiß noch nach alten ledernen Medizinbällen. Alles ist großzügig gebaut und es sind 2000 Zuschauer heute Abend tatsächlich hier, um den Handball-Leckerbissen VfL Potsdam in Blau spielend gegen den Erstligisten Füchse Berlin zu sehen. Die Füchse spielen in Gelb, es sind 8 Minuten gespielt und sie führen mit 5:4. Das ist also der Tatbestand, dass heute hier seit 8 Minuten gespielt wird. Aber der Startschuss, der erfolgte schon heute Vormittag. Am Start waren da nämlich Ministerpräsident Matthias Platzek und Potsdams Oberbürgermeister Jan Jakobs. Anschließend wurde das Ganze dann aber noch richtig sportlich. Das Fernsehballett des MDR und die Artistenschule Berlins zeigten, was in dieser Arena so alles möglich sein wird. Ja, und bei mir ist Jan Piske, Spieler vom VfL Potsdam. Jan, Ihre Kollegen spielen jetzt 10 Minuten in dieser nagelneuen Halle. Wie ist sie denn nun? Ja, wunderschön. Wir haben jahrelang in einer besseren Schulsporthalle gespielt. Und jetzt ist ein Traum in Erfüllung gegangen, dass wir jetzt auch mal vor so einer Kulisse in Potsdam spielen können. Die Schulsporthalle, die Sie angesprochen haben, das war die Halle an der Heinrich-Mann-Allee. Wie war denn da die Situation? Ja, es war so, dass die Zuschauer eigentlich nichts gesehen haben. Also da waren mehrere Pfeiler davor und wir haben das dann zwischenzeitlich dann schon mit Humor genommen, aber jetzt sind die Zeiten ja vorbei. Ja. Danke Jan, viel Glück für das Spiel und viel Glück auch für die Saison und auch hier den Start in dieser Halle. MBS Arena wird diese Mehrzweckarena genannt. Zurückzuführen auf den Sponsor, die Mittelbrandenburgische Sparkasse ist das. Aber wenn wir jetzt die ganze Zeit dieses Spielfeld sehen, dann ist das längst noch nicht alles. Die Arena hat noch viel mehr zu bieten. Wir laden Sie ein zu einem Rundgang hinter die Kulissen. Ganze 4.400 Quadratmeter Spielfläche sind hier auf dem Areal des Luftschiffhafens entstanden. Eine wahre Trainingsidylle. Ideal für die modernen Fünfkämpfer vom Bundesnachwuchsstützpunkt, die hier seit heute trainieren. Ihre neue Halle ist international wettkampftauglich, mit insgesamt 8 Fechtbahnen, also perfekt zur Vorbereitung auf den nächsten großen Wettkampf. Eine Etage höher ist das neue Domizil des Potsdamer Judo-Clubs, mit eigenem Kraft- und einem großen Übungsraum. Hier bereitet sich derzeit Martin Seitz auf die am Wochenende stattfindenden deutschen Meisterschaften vor. Dann muss die neue Arena ihre erste offizielle Wettkampfprobe bestehen. Bei mir nun einer, der sich in der Sportstätten-Situation Potsdams bestens auskennt. Olympiastützpunktleiter Andreas Klemon, schönen guten Abend. Auch Geschäftsführer der Luftschiffhafen GmbH, die praktisch hier als Betreiber fungiert. Herr Klemon, wie wichtig ist diese Arena für Potsdam? Ich glaube, das kann man hier heute ganz gut sehen. Potsdam hat sich viele Jahre nach dieser Halle gesehnt. Die Heinrich-Mann-Allee mit ihren 400 Zuschauern hat längst nicht den Platz geboten, die sich alle für Sport in dieser Stadt interessieren. Und wir haben heute hier ausverkauftes Haus. Hier sind heute über 2000 Zuschauer. Und für uns ist das heute ein super Tag. Und wir sind glücklich, dass es gelungen ist, endlich die Halle hier am Start zu haben. Heute spielt der VfL. Wer wird diese Halle sonst noch nutzen? Wir freuen uns schon. Am kommenden Wochenende werden hier die deutschen Meisterschaften im Judo stattfinden. Wir werden in der Woche darauf das erste Handballturnier haben, wieder mit weiteren Erstligisten. Wir werden am 29. das Eröffnungsspiel des SC Potsdam, den Volleyballerinnen hier in der Halle haben. Wir haben Anfragen von Motor Babelsberg, den Boxern, vom Profiboxen. Also um die Auslastung der Halle machen wir uns keine Sorgen. Andere Vereine sagen allerdings, neue Halle, neue Mieten. Können wir uns das überhaupt leisten? Einige wollen vielleicht abspringen. Wie wird man sich da arrangieren? Also ich denke, dass das nach dem, was wir heute sehen können, gar nicht mehr die Diskussion sein kann. Viele hatten natürlich Angst, gibt es in Potsdam ein sportbegeistertes Publikum, können wir also mehr als die 400 Zuschauer erreichen. Und heute sieht man, also wir haben es heute geschafft, über 2000 Leute hier in die Halle zu locken. Und das, denke ich, wird auch bei unseren anderen hochklassigen Sportmannschaften der Fall sein. Wir gucken uns jetzt noch mal gemeinsam an, was die Stadt Potsdam in den letzten anderthalb Jahren hier auf die Beine gestellt hat.
Los ging's mit dem obligatorischen Spatenstich. Potsdams sportpolitische Antreiber eröffneten die Baustelle im Juni 2010 auf dem Gelände des Luftschiffhafens. Das Ziel vor Augen, waren sich alle einig, die Stadt mit ihren vielen Athleten brauchte unbedingt eine neue Sportanlage. Spitzensportler wie Yvonne Böhnisch trainierten unter abenteuerlichen Bedingungen. Die Halle der Judoka hatte Rumpelkammer-Charme. Der bauliche Zustand war katastrophal. Die tägliche Dusche wurde auch für Olympiasieger zur täglichen Herausforderung. Also das ist hier im Prinzip die Umkleidekabine der Mädels. Wo wir sind abends so 30 Stück ungefähr. Und nach dem Training haben wir dann im Prinzip eine Dusche, wo wir uns dann anstellen, damit wir halt die Dusche nach Hause gehen können. Schnell nahm das Bauprojekt Konturen an. Überschattet wurden die Arbeiten von zwei tödlichen Unfällen. Im Juli 2011 stürzte ein Handwerker bei Deckenarbeiten von einem mobilen Gerüst. Die Rollen waren nicht festgestellt. Dennoch blieb man mit den Bauarbeiten weitestgehend im Zeitplan. Ja, und hier entwickelt sich im Hintergrund ein richtig spannendes Spiel. 9:9 zwischen dem VfL Potsdam und den Füchsen Berlin. Wenn Sie sich selbst einen Eindruck von dieser neuen Arena machen wollen, dann besuchen Sie doch vielleicht am Wochenende die ersten deutschen Judo-Meisterschaften, die hier in Potsdam stattfinden. Es gibt sogar noch Eintrittskarten. Tja, danke Dietmar. Sieht doch fast aus, als wäre der VfL jetzt erstligatauglich, oder? 9:9 gegen die Füchse. Das kann so weitergehen.